1. Acknowledge. Echo 1. Confirm shell download. Copy that. Ready when you are. Hallo, hier spricht Echo-Einheit Jack. In der letzten Folge habe ich Apollo-Systeme wieder lauffähig bekommen. Ich habe verschiedene Reparaturen durchgeführt. Apollo hilft mir, Liv zu finden. Jetzt möchte Apollo, dass ich seine Crew wieder reanimiere. Danach hilft er mir, Liv zu finden. Ich hoffe, wir finden sie bald. Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zu einer neuen Folge Lone Echo. Und ihr habt ja eben schon gehört, wir haben hier die KI-Einheit wieder repariert. Und jetzt sollen wir die Crew finden. Und ich schaue jetzt mal ganz kurz in die Logdateien hier. Apollo hat versprochen, Liv mit Hilfe seiner Crew zu finden. Erreiche die Stase-Kapselkammer. So, und jetzt habe ich wieder den kleinen Bug hier, dass ich hier nicht wirklich drücken kann, wo die Crew denn jetzt ist. Ist natürlich blöd. Jetzt fliegen wir erstmal hier ein Stück. Der hat eben gesagt, er hat erwähnt, dass er wieder Strom auf diese Dings gegeben hat. Dann müsste ich eigentlich jetzt hier gleich ran. Ja. Na komm. Okay. Jetzt versuche ich aber nochmal, weil ohne... Ich weiß nicht, was das für ein Bug ist. Ich habe auch schon neu gestartet. Ändert sich aber nicht. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal so versuchen, die Crew zu finden. Okay, müssen wir da mal aufmachen. Okay, scheint der richtige Weg zu sein. Jetzt müssen wir mal hier unsere Schneidbrenner holen. Ihr nervt die kleinen gelben Bälle. Ha! Okay, scheint aber der richtige Weg zu sein, von daher schneiden wir uns erstmal den Weg frei. Schauen wir mal, ob wir die Crew finden. Oh je. Da ist ja alles zugewachsen. Boah. Okay, der ist kurz vom Bersten. Oh je, Leute. Das ist nicht gut. Ich versuche einmal da rumzufliegen. Weil wenn ich jetzt daneben gegangen wäre, wäre der explodiert. Das wollen wir jetzt hier nicht. Bleib ruhig, bleib ruhig. Die Echo-Einheit tut ja nichts. Wir wollen nur spielen. Und wenn die platzen, dann haben wir echt ein Problem. Noch sieht's gut aus. Hier sind überall diese Dinger von den Torpedos. Das Schiff wurde ja angegriffen durch diese komischen Torpedos und die haben diese Masse hier freigesetzt. Ganz, ganz ruhig. Ruhig, Brauner. Leute, das wird ja immer enger. Okay. Oh je, oh je. Sieht bisschen witzig aus, wie ich mich gerade hier strecke. Aber ich habe echt Panik, dann irgendwo dran zu kommen hier. Okay, wenn ich da lang gehe, könnte es platzen, ne? Das ist aber auch so ein Ding.
Das heißt, wir versuchen echt hier so lang zu gehen. Und wir schaffen es. Du hast es fast geschafft. Die Crew-Quartiere sind in diesem Flügel, vorbei am Hauptkontrollraum. Okay, ich versuche jetzt nochmal hier das zu aktivieren. Nee. Also wenn jemand diesen Bug kennt und weiß, wie er den beheben kann, dann kann er sich gerne mal melden und in der Beschreibung würde einiges einfacher machen. Mit hier gab es jetzt keinen anderen Weg, natürlich. So, sind wir jetzt hier richtig? Okay. Oh, da gehen wir aber jetzt gleich mal gucken. Ich lade jetzt schon mal nochmal mein Schild auf. So ein bisschen haben wir schon abgekriegt. Okay. Sieht schon einfach genial aus. Okay, gucken wir uns die Luftschleuse. Dann mal schauen, wo die Crew ist. Und falls viel wichtiger ist, wo ist Liv? Jetzt hauen sie hier aber einen raus mit der Aussicht. Okay, da wird unsere kaputte Station sein. Überall sind ja Wrackteile. Okay, mal schauen, was ich jetzt hier machen kann. Das ist die TechCom-Station. Haben wir die Crew aufgeweckt, können wir das Schiff mit diesem Terminal scannen. Okay. Die Käseschlafkammer ist ganz in der Nähe. Ich dachte, wir aktivieren noch irgendwas dadurch. Okay, TechCom-Station. Mainframe-Zugang. Okay, aber hier ist irgendwas auf jeden Fall nicht in Ordnung. Logikkern. Schleusensteuerung. Okay, die ist kaputt. Oder halt nicht kaputt, aber momentan deaktiviert, weil da der Kern entweder kaputt oder leer ist. Ah, okay. Überschreibungsplatz oder was war das ja, ne? Okay. Ich kann hier nichts machen. Auf den Kern aber. Okay, schauen wir mal weiter. Bringt uns jetzt momentan nichts. Hier geht überall weiter. Dann schauen wir mal. Viele Wege führen zur Crew. Mal hier. Radio. Im Optionspanel, aber ich habe eigentlich noch alles auch deaktiviert. Okay. Da ist sie, Jack. Wir haben die Kälteschlafkammer erreicht. Einige der Kapseln sind noch funktionstüchtig. Um die Crew zu wecken, müssen wir das Energienetz reparieren. Wie komme ich zu den Energiesystemen? Der Notfallgenerator befindet sich unter uns. Jetzt geht's halt auch wieder. Nach einer Wartungsklappe Ausschau. Okay. Jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal, was wir machen müssen. Uns mal ganz kurz diese Kapseln an. Ah, okay. Hier ist ein Schalter, um die zu öffnen. Okay. Dann müssen wir erstmal die Energie wieder hier hinbringen. Schauen wir mal, was wir jetzt dafür machen müssen. Wahrscheinlich runter.
in die Tiefen. Noch weiter. Ja, hier geht's ja lang. Ich spiele noch Tennis. Die Kontaminierung nimmt an Dichte zu. Die Biomasse benötigt Energie. Durch die Reaktivierung der Schiffssysteme könnte das Vorankommen erschwert werden. Wir sollten vorsichtig sein. Warte, ich probiere mal den, damit kann ich besser zielen. Okay, seht ihr, sobald ich Energie zuführe, erwachen die zum Leben. So kann mir jetzt auch gar nichts passieren. Aber sobald ich hier gleich wieder Energie habe, fangen die alle an zu leuchten. Ich stelle mich mal ganz kurz. Ich gucke hier ein bisschen gegen die Wand. Okay, sind wir jetzt hier? Da vorne ist der Generator. Die Fusionsreaktion ist zum Erliegen gekommen. Wir müssen einen Neustart machen. Wie starte ich das System neu? Dafür werden wir 3 Energiezellen brauchen. Ich besorge, was wir brauchen. Okay. Hier sind 3 Slots. Wir brauchen 3 Energiezellen. Schauen wir mal in diesen... Ja, weiß nicht, Regal oder was es auch immer sein soll. Okay, hier ist nichts. Unbekannt. Warte mal ganz kurz. Ich bin fehlgeschlagen. Okay, kann man nicht rennen. Umverteiler. Jetzt lebt auch immer wieder alles. Jetzt gucken wir mal, was wir da jetzt machen können. Ich würde jetzt momentan fast sagen, da gibt es gar keinen Weg, aber da gibt es einen kleinen Weg. Oh je. Leute. Boah. Okay, gut, dass unsere Beine nicht richtig getrackt werden, weil sonst hätte man nicht geschafft. Okay, da ist eine Zelle. Ladestation. Ist aber auch voll. Haben wir noch eine leere Zelle? Nee. Aber eine haben wir schon mal. Dann bringen wir die schon mal kurz weg. Dann waren es nur noch 2. Kontakt hergestellt. Die Energiezelle ist bereit. Ich suche nach weiteren Zellen. Jetzt gehen wir den Weg lang. Müssen wir hier wieder das Panel öffnen. Das ist aber jetzt ein anderes, glaube ich. So, jetzt können wir da die Tür öffnen. Da ist wieder eine. Zelle ist leer. Wir müssen sie irgendwie wieder aufladen, um sie für den Generator nutzen zu können. Kein Problem. Haben wir ja. Es funktioniert. Die Energiezelle wird geladen. Aber Schnellladevorgang hier. Bremsen.
So, zweite. Eine fehlt noch, eine fehlt. Ja, jetzt geladene Batterien. Wenn es denn so einfach wäre. Steckt sich hier irgendwo noch eine vielleicht? Da braucht man ja nicht lang, da ist ja nichts mehr, oder? Gucken wir mal ganz kurz, ob da irgendwo noch eine rumschwebt. Aber sieht nicht so aus. Okay. Ich will ja nichts irgendwie vergessen. Wo muss ich jetzt lang? Was ist denn hier, wenn ich ihn in die Mitte hau? Was passiert denn dann? Das ist ja auch nichts, ne? Okay. Daher kann man doch, oder? Ja, genau. Durch das Loch kamen wir. Okay. Der ist explodiert. Hier müssen wir weiter suchen. Ein Ding werden wir doch noch finden, oder? Ja, wohl gelacht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den richtigen Weg eingeschlagen habe. Ach, hier sind wir her, ne? Ja, okay, hier sind wir hergekommen. Also es ist der falsche Weg. Also hier kann ich mich echt ganz schlecht orientieren in dem Spiel hier. So, jetzt gucken wir da noch mal rein. Da haben wir nämlich noch nicht reingeguckt. Vielleicht haben wir hier Glück. Ha, guck doch mal. Noch eine leere Energiezelle. Wir müssen die hier auch wieder aufladen. Aufladen ist leicht. Das kriegen wir hin. Ganz kurz nochmal drehen. Fällt er wieder raus. Ha. So, dann haben wir das. Leite Fusionsmaterial ein. Du kannst jetzt mit der Konsole den Generator aktivieren. Danach musst du rasch verschwinden, denn das Strahlungsniveau wird schnell steigen, sobald die Reaktion in Gang ist. Okay. Das heißt, wir müssen uns mal ganz kurz jetzt hier... Also wissen wir, wohin müssen gleich. Aber ich glaube, wir mussten da lang, ne? Energiefluss stabil. Strahlungsniveau steigt. Schnell. Wir sollten zurück zu den Kälteschlafkammern. Vielleicht können wir die Crew wecken. Oh. Ist hier natürlich alles aufgewacht. Okay, jetzt müssen wir nur hoch. Okay, Glück gehabt. Zu der Crew.
Ausgezeichnete Arbeit. Jetzt müssen wir die Crew wecken. Schalte mit der Kälteschlafsteuerung in der Mitte des Raums die Sicherheitsprotokolle ab und leite so die Dekompression ein. Greife auf Kälteschlafsysteme zu. Sind die Sicherheitsprotokolle deaktiviert, kannst du jede Kapsel von Hand öffnen. Okay, jetzt kommen wir ran. Oder? Muss ich die jetzt alle... Ah, okay. Manche kommen wohl nicht weg. Guck mal da, die ist komplett zugewachsen. Okay. Kein Sinusrhythmus. Keine Atmung. E.T. Miller. Schade. Sensorexpertise wäre sehr hilfreich gewesen. Miller Tiffany. Hey, Miller. Leider tot. Nehmen wir uns die nächste Kapsel vor. Gunnery Chief Giles. Sehr belastbar. Ein entmutigender Verlust. Okay, auch tot. Ja, hier wird wohl keiner überlebt haben. Anson Lightner, Feuerleitoffizier. 23 Jahre alt. Sehen kaum alt genug aus für den Dienst. Also komische Adern hier. Jetzt müsste der die Augen aufreißen und schreien. Dann würde ich hier gegen die Wand laufen, glaube ich. Er sieht nach einem Offizier aus. Lieutenant Commander McClintock, Chef der taktischen Operation. Apollo, wenn die Biomasse in diese Kälteschlafkapsel eingedrungen ist, wird sie vermutlich... Ich habe eine Pflicht gegenüber diesem Schiff und seiner Crew. Ich muss sicher gehen. Wenn wir die biometrischen Karten des Commanders sammeln, können wir mit der Technostation den Rest des Schiffs nach Überlebenden absuchen, einschließlich deines Captains. Öffne die Kapsel und finde den EA-Port ihres Raumanzugs. Datenerfassung abgeschlossen. Verarbeitung läuft. Zugangscode erforderlich. Ich sollte jetzt auf die Diagnosesysteme zugreifen können. Bitte. Geh jetzt zurück zur TechCom-Station und verbinde mich mit dem Hauptterminal. Kann ich die öffnen hier auch? Wow! Die war schon doch... der geringste Kontakt mit der Biomasse kann zu Hardwareversagen führen. Sei vorsichtig. Aber die war doch inaktiv, diese Biomasse. Hilf Apollo beim Scannen. Apollo kann die Sensoren nutzen, um seine Crew und Liv zu scannen. Kehre zur TechCom-Station zurück. Wo war die TechCom-Station? Ich hab's da zumindest. Markiert. Schauen wir mal. Auf das Hauptterminal. Sobald die Diagnosesysteme online sind, kann ich innerhalb weniger Sekunden nach Überlebenden scannen. Okay. Dann werden wir dem jetzt hier das Teil wieder reparieren. Ach, fuck. Mainframe-Zugriff hergestellt. Starte Scan. Bitte warten. Dann starte mal. Nein. Ich will Liv wieder haben. Da muss noch mehr sein. Apollo, was ist los? Es ist niemand mehr übrig. Ich habe versagt. Apollo. Boah, die kreuzen alles Tote. Die Sicherheit der Atlas Corporation liegt in deinem Verantwortungsbereich. Du... bist für Liv verantwortlich. Ja. Apollo, bitte, lass mich mit meiner Mission nicht scheitern. Notfall. Dringender Notruf folgt.
Station Kronos 2 kompromittiert. Lebenserhaltung versagt. Besatzung ist von Bord gegangen. Deine Station? Sie sollte nicht existieren. Kronos 2 wurde durch einen kosmischen Vorfall zerstört. Liv ist noch am Leben, Apollo. Wir schreiben das Jahr 2126. Du warst dieser kosmische Vorfall. Aber du kannst mir immer noch helfen, eine Atlas-Offizierin zu retten. Greife auf Sicherheitslogs zu. Bitte warten. Ich habe eine elektrische Störung bei den Lebenserhaltungssystemen entdeckt. Scheinbar will jemand auf die Umgebungssteuerung zugreifen. Liv, sie lebt. Wie komme ich dahin? Ich öffne einen Kanal zum Adjutanten deiner Station. Ich denke, ich kann einen eurer Fury-Transporter requirieren. Du kommst durch die Luftschleuse in diesem Raum zu ihm. Okay, Leute, wir sind wieder einen Schritt nach vorne gekommen, Richtung Liv, und ist jetzt zum Greifen nah, würde ich fast sagen. Aber hier beenden wir erstmal die Folge. Wir haben die Crew ja gefunden und haben sie auch aus den Stasekapseln geholt. Leider sind alle tot gewesen. Also alle an Bord sind tot, außer Liv, die scheint noch zu leben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video hier. Wenn euch es gefallen hat, haut mir doch ein Like draus. Und falls ihr mir noch kein Abo gegeben habt, überlegt doch mal, ob ihr mir ein Abo geben wollt. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.